Hi, ich bin Frederik und ich habe einen Plan. Mithilfe der Muskelakademie möchte ich mein Leben innerhalb des nächsten halben Jahres komplett verändern. Schon als Kind war ich schmächtig und gehörte zu den sogenannten dürren Bohnenstangen. Mittlerweile bin ich bereits 32 und ernähre mich meist von Junkfood. Das heißt, ich esse mal hier, mal dort und selten etwas Anständiges zu Hause. Gerne trinke ich auch mal das eine oder andere Feierabendbier. Zu Süßem sage ich natürlich auch nicht nein. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Heute ist der 8. August 2012. Dirk Nowitzki hat gerade heimlich geheiratet. Und ich schreibe heute den ersten Tag meiner Diät. Ich werde mich dabei selbst mit der Videokamera begleiten, um meine Veränderung von Tag 1 bis Tag X zu dokumentieren. Zunächst einmal habe ich mich bei der Muskelakademie angemeldet und einen persönlichen Trainings- und Ernährungsplan für mich erstellt. Dabei habe ich mich für ein gezieltes Muskelaufbautraining entschieden, wobei ich meine individuellen körperlichen Voraussetzungen angeben musste. Besonders wichtig war es mir, meine Diät ohne Zuhilfenahme von Proteinpulver durchzuziehen, weil ich das Eiweiß ausschließlich direkt aus der Nahrung zu mir nehmen wollte. Als nächstes musste ich den ganzen Kram erst einmal einkaufen. Aus Tiefkühlpizza wurden Haferflocken. Gummibärchen verwandelten sich in weiße Bohnen. Und Buttermilch sollte mein neues Bier werden. Dann habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet. Ich machte meine ersten Schritte auf dem Weg zu meinem neuen Ich. So, der Kampf gegen den Ranzen beginnt. Die Zeit verging rasend schnell. In etwas mehr als einem halben Jahr habe ich mein Ziel erreicht. Die Zeitung schreibt etwas über Fleisch und den neuen Tatortkommissar. Und ich fühle mich gesünder, wacher, aktiver und selbstbewusster. Außerdem schaffe ich jetzt viel mehr Gewicht. Beim Bankdrücken habe ich mich zum Beispiel von 30 auf 80 Kilo steigern können. Zum Abschluss habe ich mir ein professionelles Fotoshooting gegönnt. Wie man sieht, habe ich deutlich an Fett verloren und an Muskeln zugelegt. Brust, Schultern, Bizeps und Rücken sind jetzt viel besser definiert. Ich habe mich zwar nicht immer zu 100% an alles gehalten, doch die kurze Zeit, die man zum Training braucht, konnte ich fast immer irgendwie in meinen stressigen Alltag einbauen. Ich kann also nur sagen, dass ich mit der Muskelakademie echt zufrieden bin.